Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute bei der Freiwilligen Feuerwehr in Röttgesbüttel. Das sind wir! Hier in der Nähe von Gifhorn. Und warum bin ich hier? Der Kamerad Michael hat sich gemeldet auf dem Aufruf von Facebook. Ich habe Feuerwehren gesucht, die Lust haben, was mitzumachen mit mir. Und finde ich super und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und wir werden heute ein bisschen was für euch machen. Natürlich aus dem Feuerwehrbereich. Ne? Alles klar, los geht's. So, wir fangen jetzt an. Heute werden wir jetzt anfangen. VU-Grundlagen. Verkehrsunfall. Was macht die Feuerwehr in einem Verkehrsunfall? Damit ihr gleich seht, was wir machen, müsst ihr erstmal die Lage kennen. Und zwar ist hier ein Fahrzeug. Das ist jetzt an Seitenstreifen, ein bisschen auf einer Landstraße, tun wir jetzt so. Also wäre das eine Landstraße. Die Landstraße, sag ich mal, geht so bis hier. Und hier ist der Grünstreifen. Da steht das verunfallte Fahrzeug. Ne, müsst ihr euch vorstellen, der Verkehr fährt in diese Richtung, wie es in Deutschland so üblich ist. Und der Gegenverkehr würde dann hier fahren. Ne? Man darf nicht vergessen, dass es auch ein Gefahrenpotenzial für uns Einsatzkräfte ist. Wenn wir hierher kommen, kann es auch sein, dass uns ein Fahrzeug erfasst. Deshalb müssen wir immer erstmal an uns selber denken, die Einsatzstelle sichern. Und das machen wir euch jetzt mal einen Vorschlag, wie man es machen kann. Und ich denke mal, die Kameraden Röttgesbüttel sind da sehr erfahren und wir können jetzt mal gucken, wie man das so machen kann. Ne? Macht es so, wie ihr es vielleicht bei euch eine eigene Feuerwehr macht oder nimmt ein paar Ideen mit. Schauen wir mal, was sich jetzt gleich ergibt. Okay? Wie gesagt, hier in dem Fahrzeug sitzt ein Insasse, eine Puppe heute. Aber wir machen das jetzt mal Schritt für Schritt. Alles klar? Super. Gucken wir mal. Die Sirene ist gerade gegangen. Die müssen jetzt gleich kommen. Los geht's. So, wie ihr seht, ist die Fahrspur, die geht von hier bis, ich sage jetzt mal hier, wo das Fahrzeug steht. Das heißt, wir haben schon einen Versatz, wo die anderen Fahrzeuge jetzt schon mal abgehalten werden. Ne? Das heißt, das Fahrzeug steht schon ein bisschen weiter, also ganz normal in der Fahrspur und sichert sozusagen die gesamte Spur ab. Das Feuerwehrauto fährt nicht an der Seite ran oder so. Ne? Das machen die halt super. Okay, das Besondere ist jetzt, hier fahren noch die Autos. Okay, hier ist noch Verkehr. Und ihr wisst selber manchmal, wie Autofahrer sein können, wie rücksichtsvoll. Deshalb, was machen die Feuerwehrleute? Die sitzen jetzt ab. Und wohin sitzen sie ab? Schaut euch das mal an. So, und jetzt achtet mal darauf, was der Gruppenführer für einen Befehl gibt. Absitzen vor dem Fahrzeug antreten. Warum machen wir das? Klar, weil die Autos von da hinten kommen. Ne? Super. Und achtet schön darauf, ne, ganz normal aus dem Fahrzeug, wie man halt richtig absitzt, rückwärts an die Griffe festhalten. Boah, ich sehe schon, das wird ein guter Tag heute. Normalerweise haben die auch schon gesagt, normalerweise machen sie alles auf Anfahrt. Wenn ihr wisst, Verkehrsunfall, sehen die Lage auf dem Melder. Da wird schon ein Fahrzeug eingeteilt. Du, Verkehrssicherung, ne? Also Wasserdruck, Verkehrssicherung. Ich habe jetzt gebeten, das einmal für uns hier durchzuspielen. Wie gesagt, mit dem Hinweis, dass in der Realität eigentlich gar nicht richtig angetreten wird, meistens. Ne? Bei unklarer Lage bleibt man bei denen auf dem Fahrzeug sitzen, bis er die Lage erkundet hat und dann über Funk durchgibt, was zu tun ist. Ne? Okay, gut. Angriffsdruck zur Menschenrettung, Wassertrupp zur Verkehrssicherung vor. Angriffsdruck zur Menschenrettung vor. Wassertrupp zur Verkehrssicherung vor. Halt mal bitte. Wir machen das jetzt bitte Schritt für Schritt. Wir fangen jetzt mal kurz mit dem Wassertrupp an und gucken mal genau, was der macht. Okay? Was euch vielleicht aufgefallen ist, wir haben natürlich einmal zur Menschenrettung den Angriffstrupp geschickt. Das ist natürlich wichtig, deshalb sind wir hier, der verunfallten Person zu helfen. Das ist die Prio 1. Aber genauso Prio 1 ist es, dass uns nichts passiert. Diese Verkehrssicherung, die der Wassertrupp macht, ist nicht für irgendjemand anders, für Straßenverkehrsamt, damit das toll aussieht, sondern es geht ja wirklich um unseren eigenen Schutz. Ne? Wir Feuerwehrleute müssen uns hier im Straßenverkehr wirklich schützen und das ist genauso wichtig, wie der anderen Person zu helfen, dass uns nichts passiert. Ne? Also Eigenschutz geht immer vor sogar. Ne? So, man sichert als erstes nach StVO die Einsatzstelle mit Warndreieck und zusätzlich haben wir jetzt hier noch eine Blinkleuchte.
Außerhalb der geschlossenen Ortschaft sind das 200 Meter Abstand. Innerhalb einer geschlossenen Ortschaft 100 Meter. Ne? Wir sind jetzt hier auf dem Testgelände, deshalb ist das hier so ein bisschen schlecht genau einzuhalten. Aber damit ihr wisst, erst das Warndreieck, ne? Damit die Verkehrsteilnehmer eine Chance haben, gerade auf einer Landstraße zu bremsen. Okay? Bei einer Autobahn übrigens ist das eine ganz andere Nummer mit dem Sichern. Da muss man bei 200 natürlich auch machen und bei 400 und bei 800. Ne? Da könnt ihr nochmal in der FWDV 1 nochmal nachgucken. Autobahn ist mal ein besonderes Thema. Aber wir machen jetzt hier heute mal Landstraße. Okay, also Warndreieck, Blitzleuchte. Jetzt kommt mal mit. Was wir noch aufbauen. Die haben ja auch die Faltkegel im Einsatz. Ne? Und man macht immer im Wechsel einen Faltkegel und ein Blitzlicht. Okay. Interessant finde ich auch, diese Faltwarndreiecke, die sind aus Metall und wunderbar. Die sind ja magnetisch, kann man hier wunderbar dieses Blitzlicht auch oben drauf setzen. Ne? Sieht man jetzt, es ist gerade ein bisschen hell draußen, aber es blitzt. Ne? Und es ist noch so eine, ich sag mal, so eine Opferanode, nenne ich es immer. Ne? Wenn es hier knallt, wenn ein Autofahrer pennt und den weghämmert, dann ist man vorne da hinten gewarnt und weiß, da kommt gleich was. Ne? Okay? Also deshalb das Faltdreieck hier so etwas weiter auf der Straße. Und jetzt gehen wir mal weiter. Und nebenbei noch der Gruppenführer beobachtet natürlich alles, finde ich richtig. Und immer im Wechsel, ne? Top. Super. Guckt mal das jetzt von hier aus an. Sieht man wunderbar. Ist hier der Bereich gesichert, ne? Top. Natürlich haben mir die Feuerwehr gesagt, in Ernstfall haben die natürlich, machen die zweifelsfrei die Straße immer komplett zu. Weil immer natürlich ein gewisses Restrisiko hier ist, dass hier was doch noch passieren kann. Weil die Verkehrsteilnehmer sind manchmal nicht alle sehr wachsam. Und die haben halt so viele Fahrzeuge, dass die Einsatzstelle komplett mit Fahrzeugen auch sperren können und richtig mit Blitzleuchten und eingebauten Warnanrichtungen am Fahrzeug komplett absichern können. Ne? Okay, aber das ist mehr so, was, glaube ich, jede Feuerwehr so bringen kann. Ne? Das war jetzt das Ziel. Okay, wir gehen jetzt mal zur Gruppe wieder hin. Und wir jetzt mal die nächsten Schritte durchsprechen. Alles klar. Danke erstmal. Ich schwitze jetzt schon. Mit der Krankheit ist das scheiße. Ich gucke mir gerade den Dienstplan hier durch. Also erstmal Norbert, Micha, das sind so die Hauptorganisatoren hier heute mit für den heutigen Tag. Also ich war erstmal sehr begeistert. Erstmal großes Lob an eure Truppe. Und wir hatten auch zwischendurch, das habt ihr natürlich mitbekommen, ich wurde auch manchmal korrigiert oder wir hatten manchmal Fachgespräche und das fand ich auch sehr gut. Also da ist, wie trifft ihr die Praxis, so verschiedene Praxisarten treffen aufeinander. Und das war, fand ich total super. Ich hoffe, das war jetzt interessant für euch heute. Mich würde mal interessieren, erzähl mal ganz kurz was von eurer Feuerwehr. Ja, unsere Feuerwehr ist 1911 gegründet, also auch schon wieder 100 Jahre alt. Über 100 Jahre alt. Und, also die Feier haben wir verpasst. Ja, das war ein saugeiles Fest, sage ich jetzt mal so. Piep! Wir haben viele Veranstaltungen und heute hatten wir den Feuerwehrwilli da. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Aber sag mal, ihr habt doch, wir hatten vorhin gesprochen, ihr habt Kinder und Jugendliche, beides. Wir haben die Kinderfeuerwehr, die ist noch relativ jung. Die ist 2008 gegründet worden. Derzeit haben wir 22 Mädchen und Jungs in der Kinderfeuerwehr. Kann jeder kommen, ob junge Mädchen, kann groß, klein, dick, dünn, alles. Es werden keine Unterschiede gemacht. Und wer Lust und Spaß hat, bitte schön bei der Feuerwehr melden. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein kleines Plätzchen freikriegen. Ein Problem ist natürlich jetzt für Kinder in der Kinderfeuerwehr, da kann ich vielleicht, falls du zuguckst in dem Alter, Problem ist, wenn du in der Kinderfeuerwehr bist, wenn du Geburtstag hast, dann ist die Bude immer voll. Ne? Da musst du auch immer alle einladen. Ne? Dass sie also gleich dran gewöhnt, da hast du ein paar mehr Freunde wie sonst. Okay, und Jugendfeuerwehr geht dann? Jugendfeuerwehr. Wie viel seid ihr da? Da sind wir 15. Ja, oh, schon ein schönes. Ist Zahl. Auch ganz ordentlich. Die üben einmal die Woche auf dem Freitag. Okay, das heißt, Sie können ja auch jeden Freitag mal herkommen. Wir können jeden Freitag herkommen, gucken.
Also Freitag, welche Uhrzeit ist das nur? Freitag 18 Uhr. 18 Uhr. Also einfach mal herkommen, ja. Einfach mal herkommen. Feuerwehr ist in der Nähe vom Kindergarten an der Bürgerhalle. Das müsste dann eigentlich jeder wissen, der hier auch. Moment, der Kindergarten ist in der Nähe der Feuerwehr. So. Der okay, in der Nähe vom Kindergarten ist die Feuerwehr und der Bürgerhalle, also in Röttjesbüttler, weiß schon, wo die Feuerwehr ist. Okay. Also keine Angst haben und da, also ich habe die Kameraden, ich kannte sie vorher überhaupt nicht. Wir haben uns so eben verabschiedet von den meisten Aktiven, das wir schon ewig kennen. Und genauso bei den Kindern und Jugendlichen auch. Ne? Also die Feuerwehrfamilie muss man dabei gewesen sein und weiß eigentlich, wie schön das sein kann. Ne? Das ist echt schön. Ja. Was habt ihr denn? Ich habe gesehen, ihr habt einen MPV auch sogar noch. MPV haben wir. ELW 1. Ja. Und ein Tanklöschfahrzeug und ein Löschgruppenfahrzeug. Hab ich nicht. Tanklöschfahrzeug. Nein, wie gesagt, also Feuerwilli ist hier begeistert. Also auch mal wie herzlich hier aufgenommen, auch Moritz. Ne? Ich glaube, so viel Kaltgetränke, Cola, Fanta hat er noch nie getrunken wie hier heute. Nein. nee, aber wie gesagt, ich finde es ja super. Also Feuerwilli würde es am liebsten hier so ein Top-Kameradschaftssiegel vergeben. Also finde ich super, tolle Truppe. Also würde gerne mal wiederkommen. Haben heute mega viel gemacht für euch in den Videos und ja, immer ja. Schönen Dank. Also auch durch die, dass du dich gemeldet hast damals. Damals. Vor genau. Zwei Monaten hat er sich gemeldet und gesagt, Willi, wir nehmen das Angebot an, kommst auch nach Braunschweig, weil ich hatte geschrieben, ich würde gerne in der Region Hannover bleiben. Aber der Weg hat sich gelohnt. Ja. Wir haben uns auch sehr gefreut. Super, okay. War eine schöne Veranstaltung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, die Kameraden haben ein bisschen was mit auf den Weg genommen, wo sie sagen können, Donnerwetter, was es da für Neuigkeiten gibt, gerade was dieses Netznöte bedeutet und wie man das anwendet. Und die neuen Gerätschaften, dass man die mal gesehen hat, in der Hand genommen hat, das ist auch für den Feuerwehrmann ganz wichtig. Ja, also gut. Es hat schon Spaß gemacht. Schön, genau. Freut mich. Super. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr mehr von denen sehen wollt, einfach herkommen. Kurz den Dienstplan einmal hochgehalten. Genau. Nein, der hängt auch draußen. Aber wie gesagt, wer hier aus der Gegend kommt, kennt die Jungs bestimmt und Mädels. Ne? Alles klar. Macht's gut und bis bald. Und Moritz, dir auch nochmal schönen Dank fürs tolle Film. Bis dann. Tschüss.